In diesem Video geht es um Techniken zur Integration von Funktionen, bei denen ein Produkt eine Rolle spielt, zum Beispiel so etwas, so ein Integral von x mal Sinus x. Und die Technik, die wir hier angucken wollen, ist die sogenannte partielle Integration. Bis jetzt sind wir in der Lage, Integrale von einfachen Funktionen zu integrieren, dadurch, dass wir die Stammfunktion finden. Aber so ein Produkt stellt uns vor eine gewisse Herausforderung. Die Stammfunktion einer Funktion Sinus x können wir bestimmen, wir können auch eine Stammfunktion von x bestimmen. Die Frage ist aber, wie sieht das bei so einem Produkt aus? Um jetzt ein Vorgehen zu finden, eine Regel zu finden, mit der man solche Produkte integrieren kann, ist es ganz geschickt, einfach mal umgekehrt zu gucken. Der Hauptsatz gibt uns ja eine Beziehung zwischen Ableitung und Integral. Und deswegen ist es ganz geschickt, vielleicht sich nochmal zu erinnern, wie das eigentlich bei Ableitungen war. Also wenn ich ein Produkt ableiten möchte, so eine Funktion f von x mal g von x und davon die Ableitung bestimmen möchte, dann sagt die Produktregel für Ableitung, dass das nichts anderes ist als die Ableitung von f, also f' von x, mal g von x plus f von x mal g' von x. Also eine Funktion wird immer abgeleitet und mit der nicht abgeleiteten Funktion multipliziert und umgekehrt. Und beides wird dann addiert. Da ich jetzt aber eine Regel für Integrale suche, kann man einfach mal auf beiden Seiten integrieren. Wenn ich das links tue, steht da das Integral von f von x mal g von x abgeleitet dx. Und das ist das gleiche wie das Integral. Jetzt integriere ich auf der rechten Seite. Also Integral von f' von x mal g von x plus f von x mal g' von x dx. So, der Hauptsatz, der gibt uns eine Verbindung zwischen Integral und Ableitung. Das heißt, auf der linken Seite hebt Integral und Ableitung sich gegenseitig auf. Das heißt, da bleibt nur übrig f von x mal g von x. Und auf der rechten Seite können wir die Linearität benutzen. Und damit gilt, dass das das gleiche ist wie das Integral von f' von x mal g von x dx plus dem Integral von f von x mal g' von x dx. Das Ganze setzt natürlich voraus, dass diese Integrale auch existieren. Das heißt, dass f von x und g von x integrierbar sind und dass f' von x und auch g' von x integrierbar sind. Und wenn zwei Funktionen integrierbar sind, sind natürlich auch immer die Produkte integrierbar. Das heißt, das müssen wir an der Stelle einmal voraussetzen, um das hier machen zu können. Was wir jetzt noch nicht haben, ist eine schöne Regel für Integrale von Produkten. Wir haben auf der linken Seite, hier haben wir ein Produkt stehen, aber kein Integral. Und auf der rechten Seite haben wir gleich zwei Integrale, das aber jeweils von Produkten stehen. Und um das zu lösen, können wir das Ganze einfach umformen. Und dazu bringen wir einfach das eine Integral auf die andere Seite. Dann steht da, dass das Integral von f' von x mal g von x dx das gleiche ist wie f von x mal g von x minus dem Integral von f von x mal g' von x dx. Die Frage, die man sich jetzt natürlich sofort stellt, ist, was haben wir da gewonnen? Wir haben hier auf der linken Seite unserer Regel haben wir das Integral eines Produktes und auf der rechten Seite haben wir immer noch das Integral eines Produktes. Was hilft uns diese Regel? Und wenn man scharf hinguckt, hilft uns diese Regel deshalb, weil wir hier einmal eine Funktion g haben und hier in dem Integral haben wir eine Ableitung der gleichen Funktion. Das heißt, wenn wir es hinbekommen, dass die Funktion durch Ableiten einfacher wird, dann würden wir ein kompliziertes Integral auf ein einfacheres Integral zurückführen. Das ist auch häufig die Idee. Probieren wir das jetzt einfach mal für unser Beispielintegral aus, was wir eigentlich bestimmen möchten. Ich schreibe oben nochmal die Regel hin, die wir gerade hergeleitet haben. Die Regel war das Integral von f' von x mal g von x dx ist gleich f von x mal g von x minus dem Integral von f von x mal g' von x dx. Die Regel kann man sich gut merken, indem man sich einfach merkt, okay, bei dem einen Integral auf der linken Seite ist eine Funktion abgeleitet und die andere nicht. Und auf der rechten Seite ist es genau umgekehrt. Und was wir eigentlich bestimmen wollen, ist das Integral von x mal Sinus x dx. So, die erste Frage, die man sich stellen
muss an der Stelle bei dieser Regel ist, was ist jetzt das f' und was ist das g? Also welche Funktion müssen wir hinterher noch ableiten und welche Funktion müssen wir hinterher nicht nochmal ableiten? Und bei der Idee hatte ich schon gesagt, dass die Idee ist, dass eine Funktion durchs Ableiten einfacher wird. Also wir haben eine Funktion hier auf der linken Seite der Regel g von x und auf der rechten Seite haben wir g' von x. Und die soll durch Ableiten einfacher werden. Gucken wir beide Kandidaten an. Wenn ich Sinus ableite, ist es Cosinus. Wenn ich x ableite, ist es 1. Die Funktion 1 ist aber deutlich einfacher als die Funktion x. Das heißt, es ist geschickt, das so zu wählen, dass x die Funktion ist, die abgeleitet wird. Das heißt, unsere Funktion x, das hier, das ist unser g von x. Und die andere Funktion, die übrig bleibt, das ist unser f' von x. So, und jetzt wende ich einmal die Regel an. Die Regel sagt, ich brauche die Funktion g von x selber und die Funktion f von x. Das heißt, wir brauchen jetzt die Stammfunktion von Sinus x und das ist minus Cosinus x. Also ich schreibe das auf. Erstmal x selber bleibt so erhalten, das ist unser g von x. Und das Ganze wird multipliziert mit minus Cosinus von x. Ich markiere einmal wieder drunter, was was ist. Also dieses x hier, das ist unser g von x. Das bleibt ja erhalten. Und das rechte, das minus Cosinus, das ist jetzt unser f von x. Sie sehen an der Stelle auch, dass bei der Anwendung der Regel diese Zuordnung, welche Funktion unser f' und welche Funktion unser g ist, dass Sie das beliebig wählen können. Dass es nichts irgendwie mit der Reihenfolge zu tun hat. Dass Sie das natürlich auch aufgrund des Kommutativgesetzes hier auf der rechten Seite beliebig andersrum aufschreiben könnten. Typischerweise schreibt man das so auf, dass man das x mal minus Cosinus von x aufschreibt. Einfach deshalb, weil das ein bisschen übersichtlicher ist, weil dann das x so ein bisschen alleine steht. Und hier auch entsprechend, dass man das x mal Sinus x aufschreibt, dann ist es halt so ein bisschen übersichtlicher. Gut, machen wir weiter. Minus dem Integral von. So, jetzt steht da, wir brauchen wieder f von x. Also diese minus Cosinus von x. Mal der Ableitung von g. Die Ableitung von g ist aber 1, weil x ist unsere Funktion g von x. Das heißt, davon die Ableitung ist die 1-Funktion. Ich markiere wieder drunter, was was ist, zur besseren Übersichtlichkeit. Minus Cosinus x, das ist unser f von x. Und diese 1 hier, das ist die Ableitung, das ist also g' von x. Gucken wir also die Regel nochmal genau an, was die eigentlich tut. Wenn wir so ein Produkt haben und dieses Produkt möchten wir integrieren, dann funktioniert das bei der partiellen Integration so, dass am Ende des Tages immer noch ein Integral übrig bleibt, aber im Integranten ist eine der beiden Funktionen, die wird abgeleitet, also hier aus diesem x wird die 1. Die andere Funktion, die wird aber integriert. Wir müssen also die Zuordnung so wählen, dass die eine Funktion geschickterweise durch Ableiten einfach wird. Und für die andere Funktion sollten wir zumindest die Stammfunktion schon kennen. Weil hier für dieses Sinus hatten wir schon die Stammfunktion minus Cosinus x. Das Ganze können wir jetzt ein bisschen vereinfachen. Das ist also nichts anderes als minus x mal Cosinus x. Und jetzt das Integral minus ziehen wir aus dem Integral raus, also plus dem Integral von Cosinus x dx. Und das rechte Integral ist jetzt einfach zu bestimmen. Integral von Cosinus ist einfach Sinus. Das heißt, das Ergebnis ist einfach minus x mal Cosinus x plus Sinus x plus c, weil wir ja bei dem Integral die Menge aller Stammfunktionen suchen. Und wenn einen das Minus am Anfang stört, dann kann man das auch noch umschreiben zu Sinus x minus x mal Cosinus x plus c. Betrachten wir das Ganze zum Abschluss noch einmal genauer und präziser. Und ein wichtiger Begriff dafür ist die sogenannte stetige Differenzierbarkeit. Wir hatten in der Regel gesehen, dass wir Integrale bestimmen wollten von Funktionen und von deren Ableitungen. Wir wissen, dass alle stetigen Funktionen integrierbar sind. Wir haben jetzt aber auch Ableitungen von Funktionen. Das heißt, wir möchten da auch, dass die Ableitungen ebenfalls stetig sind.
Und solche Funktionen heißen dann stetig differenzierbar. Also wir definieren, eine Funktion f heißt stetig differenzierbar auf einem Intervall i, falls f auf i differenzierbar und die Ableitung f' auf i auch noch stetig ist. Und das Ganze brauchen wir für die Regel zur partiellen Integration. Den Beweis haben wir gerade eben schon gemacht. Und die Regel sagt, wenn wir zwei Funktionen haben, f und g, die auf einem Intervall von a nach ab nach r abbilden und dort stetig differenzierbar sind, das heißt, die müssen selber stetig sein und deren Ableitung muss ebenfalls stetig sein, auf dem gesamten Intervall, dann gilt, dass das Integral von f' von x mal g von x dx das gleiche ist wie die Funktion f von x mal g von x minus dem Integral von f von x mal g' von x dx. Also zu merken, bei diesem Produkt muss es so sein, dass eine dieser beiden Funktionen in dem Produkt, dass die von f' zu f wird, das heißt, die wird integriert mithilfe dieser Regel oder bei dieser Regel, und die andere Funktion g, die wird abgeleitet. Aus g von x wird g' von x bei dem Integral. In der Mitte, hier der Teil ohne Integral, da ist es so, dass die eine Funktion, dass die integriert wird von f' nach f und die andere unverändert bleibt. Typischer Anwendungsfall ist also so, dass wir f' und g so zuordnen, dass die eine Funktion durch das Ableiten einfacher wird. Das muss aber nicht immer so sein, sehen wir später noch ein paar Beispiele zu. Und das Ganze gibt es natürlich nicht nur für unbestimmte Integrale, sondern auch für bestimmte Integrale mit entsprechenden Grenzen. Also wenn Sie die Grenzen einsetzen, funktioniert das genauso. Und zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis. Ich habe hier die Funktionen f und g jeweils genannt. Sie werden auch in der Literatur häufig Notationen mit O und V finden. Namen der Buchstaben spielen natürlich überhaupt keine Rolle.